Hallo zu einem Unboxing. Das war ein Kleinanzeigen-Deal, den ich durch Zufall vor 2 Tagen entdeckt habe. Naja, 2 Tage bevor ich dieses Video aufnehme, ist heute angekommen. Es sind Spielzeuge meiner Kindheit drin, die ich wirklich als Kind, als kleiner Bub in den 80er Jahren hatte. Um was es sich handelt, das seht ihr nach dem Intro. Ja, wie gesagt, ich habe Post bekommen mit Toys aus meiner Kindheit, die ich bei einem Kleinanzeigendeal geschossen habe. Ich verrate euch gleich den Preis. Ich sage, es waren 230 Euro zusammen, das Ganze. Ich hoffe, es ist kein Ziegelstein drin, denn wenn das drin ist, was ich da wirklich erworben habe, dann ist das ein Gänsehautmoment für mich und etwas ganz Besonderes, weil das sind wirklich Stücke meiner Kindheit. Ja, ich bin ziemlich aufgeregt, weil, wie gesagt, es ist schon aufregend. Ich hoffe, es ist auch alles gut angekommen, wenn es da drin ist. Also schauen wir uns das an. Ich öffne das Paket. In den 80ern, da habe ich ja nicht so viel Spielzeug gehabt, außer Lego und Playmobil. Aber es gab einen Helden meiner Kindheit, den ich gerne geguckt habe, und da gab es auch einiges Spielzeug dazu, und ich hoffe, das ist da drin, und es ist da drin. Das ist Gänsehaut, absolute Gänsehaut, Wahnsinn. Also das ist kein Gänsehaut, das ist Schutzfolie, und das ist wirklich gut. Es ist nicht, sind nicht die perfektesten Zustände, gebe ich ehrlich zu, bei dem einen. Aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, wir greifen das erste raus. Die Box ist nicht im besten Zustand. Ich zeige sie auch später nochmal in Nahaufnahmen. Es ist eine beschädigte Box, aber von, ihr seht, von Captain Future. Wow. Die Box ist, wie gesagt, beschädigt, abgerissen, der Preisschild teilweise. Aber ihr könnt sehen, ein Plastik-Inlay ist noch drin. Das sind die Styroporteile. Und hier drin ist, naja gut, die ist jetzt... Ich hole sie erstmal hier komplett raus. Das Geile ist, hier sind sogar noch die Verbindungsstücke, die hier immer drauf gelegen haben. Ja, das Zubehör. Und das Zubehör liegt hier einzeln, obwohl man es mir in eine Tüte packen wollte. Aber egal, dazu komme ich gleich. Also ihr könnt hier sehen, das ist so die alte Box. Und das sind auch die alten Trennstücke, die hier wirklich mal so drin waren. Wahnsinn. Da, die Box hat auch ihre Tage hinter sich. Schauen wir uns erstmal einfach mal diese Box an. Sie ist jetzt kaputt. Aber es ist die deutsche Popi-Box oder von Popinga, von Captain Future. Und es ist einfach nur Wahnsinn. Seht euch das Artwork an. Wahnsinn. Und manche Seiten kann man noch sehen. Hier im Preisschild nicht. Hier an der Seite auch Wahnsinn. Die gleiche Seite wäre jetzt hier gewesen, auf der Seite. Da ist das aber kaputt. Und hier haben wir auch nochmal Bilder. Ist das nicht absolut cool? Ist das nicht cool? Auch die Rückseite. Und hat sogar deutschen Text. Wahnsinn. Wahnsinn. Klar, die Box hat ihre Tage hinter sich. Normalerweise würde man sie wegschmeißen, aber wie gesagt, die ist von 1980. Das ist echt Gänsehaut. Ich habe die früher 2-mal gehabt. Ich habe sie mir einmal nachgekauft, dann irgendwann in den, oh, ich sag mal, 2000ern. Auch noch nicht vollständig. Und ja, das ist jetzt Wahnsinn, dass ich überhaupt mal wieder eine Box davon in den Händen halte. Wahnsinn. Und dann noch mit Styropor. Echt klasse. Und das hier, auch wenn man sie nicht mehr so nennen darf eigentlich, ist die Anleitung dazu. Oh, ich weiß nicht, was da gewesen ist.
Ihr könnt sehen, Motten zerfressen, eine Anleitung. Aber auch noch das zu besitzen, ist Wahnsinn. Hier steht noch Merchandising München 1980. Spielart und Zusammensetzung des Zukunftskometen. Ich meine, richtig übersetzt. Interessant ist, dass es hier drin einen Motor gibt. Man kann dieses vorne öffnen. Der Motor ist jetzt weggepackt. Also, ich zeige euch das gleich alles. Das ist Wahnsinn. Und ja, einfach nur Wahnsinn. Ich bin völlig geflasht und das ist echt Kindheit pur. Ach, fangen wir an, die Future Comet mal so zu sehen erstmal. Future Comet ist nicht in den Farben, wie sie im Anime war. Das hat einen immer gewundert, aber so ist es manchmal. Man kann hier hinten dieses Fahrgestell hinten abmachen, damit das dann aussieht wie im Film oder wie im Anime. Hier wird es reingesteckt und hier kommt das Problem, eine Krankheit, die dieses Modell hatte. Ich versuche es mal zu zeigen. Hier wird es reingesteckt und das ist unter Spannung, so ein Federmechanismus. Und dieser kleine Nipsel, der, also hier so ein blauer Nipsel, der lässt sich abnutzen und dann hält er leider nicht mehr. So, ich habe das auch schon mal gelöst, indem ich ein Stück Holz dahinter geklemmt habe. Das werde ich diesmal wohl auch wieder machen. Ich werde es nur jetzt nicht machen, weil das Ding steht schon unter Spannung. Und damit das Heck hinten nicht auf dem Boden sitzt, hat man hier so ein Fahrgestell untergesetzt. Und so könnte es dann sozusagen drin stehen. Also die ist auch in sehr gutem Zustand. Also die Aufkleber hier sind noch wirklich drauf. Heck, die Flügel hier sind bei der Komet ein bisschen weiter ausgearbeitet, aber das war hier nie der Fall, dass man sie ausziehen konnte. Also kein Vergleich mit der HL Pro, die inzwischen draußen ist. Ich werde euch davon auch mal noch mal ein Bild einblenden, die wirklich sehr detailliert nach dem Original aussieht. Aber das hier ist das Spielzeug, was in den 80ern rauskam. Und die Japaner liebten es bunt, also kam es bunt auf den Markt. Hier vorne konnte man aufklappen und da wurde ein Motor reingesteckt. Den habe ich auch hier in einer Tüte. Und diese Tüte muss ich mal aufschneiden. Die ist auch sehr gut zugeklebt. Das finde ich auch super. So, da ist nichts mehr drin. Ich prüfe das auch wirklich. Und hier ist auch nichts drin. Und hier gucke ich noch mal, ob irgendein Projektil oder sonst was runtergefallen ist, aber das ist nicht der Fall. Vier Projektile gab es, irgendwie, mir ist Staub dran, waren fünf von den gelben auf dem Foto. Die kann man hier reinstecken. Dann haben wir auch die Protonenkanonen, die kann man abschießen dann. Und wenn ihr die kurzen Protonenkanonen habt, es gibt auch welche, die sind etwa, wie kann man sagen, so fünf. Ein paar Zentimeter lang, so lang etwa. Also das sind die. Ich stecke jetzt mal alle rein. So, ihr seht die kurzen Protonenkanonen, die kann man auch abschießen. Es gibt auch eine Version mit längeren. Die sind dann etwa so lang. Und das ist die zweite Auflage. Denn aus Sicherheitsgründen wurden die dann nicht mehr mitgeliefert, weil ja, man könnte in Augen treffen und das Projektil halt nicht sehen und so hat man sich entschieden, längere zu machen. Ich hatte beide Versionen eine Zeit lang früher und das war für mich immer wie schießen dann, wenn die Protonenkanonen geschossen haben. Wahnsinn. Interessanterweise, wie gesagt, schienen fünf dabei gewesen zu sein auf den Fotos. Ich musste mir das nochmal genau angucken, aber macht nicht, das Ding ist vollständig. Hier ist noch ein kleines Projektil, was zu einem anderen gehört und hier ist so ein kleiner Motor und der wird dann da reingesteckt. Und interessanterweise gibt es auch hier auf einer Anleitung ein Bild. Na, das will ich doch wieder hier auflegen. Ja, damit das ein schönes Bild haben im Hintergrund. Future Comet. Und hier wird irgendwie gezeigt, dass das da reingesteckt werden kann. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was das soll. Aber ja. Spielidee und wie gesagt, der Motor wird da reingesteckt und dann hatte man das und wie gesagt,
So wird die Komet dann komplett aussehen. Ich werde mir hier irgendwas noch reinstecken, um irgendwie das wieder zu verbinden. Andererseits müsste man eigentlich die Feder rausnehmen hier drin, damit das nicht unter Spannung steht. Warum das gemacht wurde, ich habe auch keine Ahnung. Es war so ein System, man kann alles abtrennen. Ich kann auch das hintere Teil abtrennen. Man kann alle drei Teile abtrennen. Warum, die Idee weiß ich auch nicht. Dann gab es zwei Raketen dazu, einmal mit Rot und einmal mit Gelb. Gibt keinen Zusammenhang mit zum Cartoon. Die kann man auch ineinander stecken. Eine kleinere und eine größere. Und die kann man auch hier als Verbindungsstück nehmen und verlängern. So wird es teilweise angezeigt. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Oder man kann sie vielleicht auch hier raufstecken und abschießen wahrscheinlich. Keine Ahnung, was die sich am einfallen lassen damals. Aber es hat sich bei mir auch nicht erschlossen. Oh, der Müll kann weg. So, aber da allein habe ich nicht das Geld bezahlt. Ich habe noch für ein zweites Teil. Das ist auch wieder wie ein Gänsehautmoment, weil hier ist noch ein zweites Captain Future Teil drin. Inbox. Oh, da. Bevor ich das rausnehme, da ist das, was ich meinte. Noch ein Projektil. Und das passt zu meiner Komet, die ich bereits besitze. Das heißt, ich brauche nur noch zwei Stück von diesen kleinen, dann habe ich die auch komplett wieder. Wahnsinn. Wahnsinn, ich bin völlig begeistert. Puh, das ist echt Gänsehaut. Ich schwitze auch trotz des guten Wetters, aber das ist einfach wow. So, jetzt komme ich dazu, das zweite euch zu zeigen. Und das ist auch Gänsehaut, auch ein Stück meiner Kindheit. Inbox, Professor Simon Wright. Wahnsinn. Bevor ich euch das nochmal komplett zeige und hier ist auch das Deutsche mit Licht und im Gehirn. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich nehme das hier raus. Es ist auch noch im Karton. Der ist natürlich ist jetzt noch nicht ganz richtig drin gewesen. Dadurch hat er sich so ein bisschen ausgebeult. Gucken wir uns auch gleich an. Aber erstmal wollen wir uns die schöne Box angucken, denn das ist... Vorsicht, nicht mit den Raketen in Gesichtshöhe schießen. Haha, steht sogar drauf. Hier, könnt ihr lesen. Jetzt ist nicht cool. Aber Wahnsinn. Gänsehaut. Die Box ist in Top-Zustand. Wahnsinn. Gut, hier vorne sind so ein paar Preissticker drauf. So Klebesachen. Das lässt sich aber nicht mehr ändern. Das lässt sich auch nicht entfernen. Da würde ich jetzt die Hülle wahrscheinlich eher kaputt machen. Man hat es auch schon versucht, mal abzuniedeln irgendwo. Das will ich nicht machen, aber es fällt nicht ganz so auf, weil das Motiv ist halt top. Schaut euch das an. Und ihr könnt sehen, hier vorne sind diese Abläufe, aber das ist nicht schlimm. Für das, für 1980. Auch hier tolle Motive. Und ihr seht, das ist so. Und hinten auch. Wahnsinn. Ich bin völlig begeistert. Allein dieser Karton ist Gänsehaut. Wahnsinn. Den habe ich auch mal gehabt als Kind und kaputt gespielt natürlich. Wie alt war ich da? Ich bin 74, gebe zu, 74er Jahrgang bin ich. Da war ich 7. Sag ich ganz ehrlich, um die 7 Jahre, 7, 8, als ich die zum ersten Mal hatte. Da spielt man damit, das war ein Spielzeug. Heute ist man noch begeistert, das wieder zu haben. Und allein der deutsche Text da drauf, das ist wirklich das Stück, sowas, was man in der Kindheit hat. Und ach, da kommt eine schonende Schütze, eine schonende Schutzhülle rum. Wow. Also Manuel, ein Auftrag für dich. Für die wohl auch, damit die geschützt wird. Auch ein schöner Karton drum. Da kommen zwei Schutzhüllen rum. So, aber jetzt wollen wir euch doch sehen, was hier in dem Karton noch ist. So, haben wir das da oben drauf? Hält sogar. Wahnsinn. Also, hier drin, die Anleitung ist auch noch dabei. Die ist in einem sehr guten Zustand, auch wenn ich die so nicht mehr aufbewahren werde. Die bekommen, wie soll ich sagen, die werden in eine Schutzhülle getan. Die werden da nicht reingepackt mehr. Auch Wahnsinn. Seht ihr das? Schöne Anleitung. Toll, top. Und dann kommt hier der Professor. Er hat eine kleine Macke.
Und zwar ist das Batteriefach locker. Aber im Endeffekt macht das mir nichts. Ich werde das verklemmen, da wird eh keine Batterien mehr reinkommen. Styropor, ja, ein bisschen dreckig. Das wird leicht noch gereinigt. Das ist also top, alles Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also er muss noch ein bisschen gereinigt werden. Professor Simon Wright. Man kann vorsichtig die Augenfühler nach vorne machen. Da sind Drähte drin. Man muss auch aufpassen. Hier ist so ein bisschen Gummierung. Irgendwas dran kann auch sein. Nee, das ist Styropor, was sich verklebt hat da dran. Weil es Plastik eben halt sich hat. Das heißt, das darf ich auch da nicht mehr reinlegen. Und hier hatte ich das auch, dass die Dinger hier leicht gerne abbrechen, die Augen von ihm. Da muss man vorsichtig sein. Ich will mir eine schöne Position nochmal suchen. Hier hinten auch so Gummi, das kann alles brechen. Hier haben wir seine Visor. Kann man auch drehen. Also, ich muss euch das mal zeigen. Also, das ist Professor Simon Wright. Er sieht aus wie im Cartoon. Natürlich die Farben nicht ganz so. Simon Light steht drin. Ihr könnt das Gehirn da unter in der Kuppel sehen. Noch alles drin. Also hier, diese da sind Drähte drin. Da muss man aufpassen. Die gehen gerne kaputt, das haben. Und hier unten kann man diese kleinen Projektile abschießen. Aber ja, das werde ich natürlich nicht machen. Eigentlich gehören zwei dazu. Ich habe sogar noch eins von einem anderen Kaufdeal, den ich hatte, wo ich mir auch ein 80er Jahre Toy gekauft habe, wo ja auch Captain Future Zubehör war. Ich verlinke das einfach mal hier kurz. Das war, wo ich mir Multiforce 14 von Diaclone erworben habe. Wahnsinn. Naja, wie gesagt, jetzt habe ich ihn. Das Abschießen werde ich jetzt nicht. Es hat eine Lichtfunktion, wenn man Batterien hier hinten reinpackt. Das gehört zu. Nur leider, das hält nicht mehr. Aber das lasse ich mir. Das ist nicht schlimm. Dann würde das Gehirn da noch leuchten. Es funktioniert noch, das weiß ich. Hier kann man diese Visoren und diese Sachen sind früher immer gern abgebrochen und man kann sogar öffnen. Und hier unter ist dann das Gehirn, das ist leicht schief, aber gut, das werde ich jetzt nicht richten. Ihr seht es auch in der Serumskammer. Es sieht einfach nur mega aus. Wie gesagt, das Teil ist abgeniedelt. Oh, das ist so eine kleine Klammer drin, dass es hält. Aber hier kann man das auch, ja, hier kann ich unten was reinklemmen, dann bleibt das geschlossen. Wahnsinn. Wow. Ich bin völlig begeistert von diesem Deal. Ja, 232 Euro ist eine Hausnummer, immerhin auch trotzdem. Aber ich gebe ehrlich zu, als es angeboten war, war die Komet für 150 und für 75 Euro war der Simon Wright. Das Foto war ein unscharfes Simon Wright Bild von oben und dann habe ich einfach gesehen, da ist eine Box und ich habe gefragt, ist es noch da? Ich war noch nicht mal der Erste, der geguckt hat. Ja, und ich habe gesagt, wenn es da ist, nehme ich nur beides, dann würde ich auch die mitnehmen. Da habe ich gar nicht mitbekommen erst, dass da eine Box dabei ist, aber egal. Wow, ich habe Gänsehaut und ja, ich werde natürlich die Sachen noch schön reinigen, aber ich werde euch noch ein paar Fotos machen und ein paar Sachen einblenden. Und ja, dann werde ich auch noch Fotos für mein Instagram machen, das muss auch noch darauf und so weiter und so fort. Also das war, ja, Kindheit pur. Mir fällt nichts mehr ein. Sagt mir, wie ihr, ob ihr, ja, kennt, habt ihr die auch in der Kindheit gehabt? Wie findet ihr sie? Und ja, lasst es mich wissen, das möchte ich mit euch diskutieren. Und wenn ihr Bock habt, like das Video. Ansonsten danke fürs Zuschauen.